Die Biker aus Berlin sind da. Oh, er wäre fast vom Ast erschlagen worden. Was ist los, Bro? Hängt der Spiegel? Hey, das sieht krass aus, da. Hi Leute, willkommen in meinem Kanal. Willkommen bei Motorlocum. Ich hoffe, es geht euch gut. Heute am Sonntag haben wir uns versammelt mit ein paar Freunden und fahren einfach mal Landstraßen. Welche Motorräder haben wir hier? BMW, 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 ein Harley, winke, winke. Und ich mit meiner Honda CBR, die mittlerweile repariert ist. Ab geht's! Viel Spaß beim Zuschauen! Freiheit, Bro! Boah, was ist das denn für ein Auto? Beamtenkennzeichen. Diplomatkennzeichen. Ich habe die Blicke gesehen, er möchte gerne tauschen. Es ist so schönes Wetter. Ja, Mann. Alles okay? Ja. No, no. Einfach mal eine Wespe im Helm. Mega gefährlich. Nochmal sehr gut gehandelt, der Kollege. Ganz ruhig geblieben, rechts rangefahren. Der Wespe keine Panik weitergegeben. So, dass beide glimpflich davon gekommen sind. Wie ist denn die Wespe da reingekommen? Keine Ahnung. Nein, aber nicht gestochen. Nein. Glück gehabt. Boah, hier riecht es auf jeden Fall ländlich. War das nicht gerade meine Unfallstelle? Burada acayip kurbeler var Sinan. Ich glaube, das war vorhin meine Unfallstelle. Ganz ehrlich, ich weiß nicht, ob es meine Unfallstelle war, aber ich glaube schon. Und wenn man dran denkt, dann kommt es wieder hoch. Ich muss einfach abschalten. Ich darf nicht dran denken und einfach in die Kurve legen. Ja, geht doch. Ja, Mann, das war meine Unfallstelle. Ich kann mich erinnern, weil hier sind wir nochmal gewendet und sind zurückgefahren, die Strecke hoch, und da ist der Unfall passiert. Krass. Unbewusst bin ich an meiner Unfallstelle vorbeigefahren. Hast du jetzt entdeckt deine Stelle, Unfallstelle? Ja. Da sind wir. Kaffee die Scheune. Ein beliebter Treffpunkt für die Bikers. Und da sehen wir die schicken Motorräder. Eine kleine Verschnaufpause. Was trinken. Tanken. Und dann geht's weiter. Mesh Intercom einschalten. OP Mesh, Kanal 1. Eine kurze Pause haben wir eingelegt. Beine vertreten, was getrunken, ein Erfrischungsgetränk. Und jetzt geht's weiter.
Blinker natürlich ausmachen. Boah, Alter. Das war ein Kopfnuss. Was ist denn da passiert? Duralım mı? Neredesiniz? Yo, yo, bir şey yok. Er wäre fast vom Ast erschlagen worden. Ausfahrt gucken. Bence kapattı gidiyor bu. Oh. Bak. Total var. Ernst. İleride bir total var. Oraya gidiyorum gel. Einfach zugemacht. Wie spät ist es denn? 15 Uhr. Daran habe ich auch gedacht. Aktuell suchen wir nach einer Tankstelle. Wir fahren jetzt nicht wild rum. Der eine Kollege fährt nur noch auf Reserve. Die Shell-Tankstelle hat, wie ihr mitbekommen habt, schon zu. Jetzt versuchen wir es mit der nächsten Tankstelle. Und Kilometer für Kilometer wird auch der Reservetank immer leerer. Ah, hier ist offen. Wir haben Glück. Auf Total ist Total Verlass. Total ist total gut. Das sieht ja cool aus. Ja, war? So ein altes Dörfchen. Eine schöne Unterführung hier. Die Biker aus Berlin sind da. Was ist los, Bro? Hängt der Spiegel? Aber wie ist es passiert? Wir müssen den Spiegel abmachen. So, die Lösung, wir fahren einfach ohne Spiegel weiter. Heute schon Wespe erwischt, Spiegel erwischt. Ich hoffe, das war's heute. Achso, deine Maske auch noch. Eieiei. Dann hast du ja eigentlich Hattrick, also schlimmer kann es nicht kommen. Weiter geht's, ab nach Berlin. Hört man mein Motorrad überhaupt? So, eigentlich wollten wir zum Spreewaldring fahren, aber es ist hier gerade sehr windig geworden und laut Wetter-App kommt eine Regenwolke. Wir möchten nicht nass werden. Wir möchten eine trockene Fahrbahn haben, also kehren wir zurück nach Berlin. Postamt. Schön, dass es sowas noch gibt. Und nicht wie in Berlin alles zugebaut. 500 Milliarden Einwohner. Auf einem Quadratmeter Fleck natürlich. Schön. What is this? Hey, das sieht krass aus, ah. Das als Thumbnail.
Unar Ruski. Nach einer kleinen Sehenswürdigkeit geht's weiter nach Berlin. Riesig das Teil. Furchterregend, möchte ich mir gar nicht vorstellen, dass solche Dinger einfach mal hier reinmarschieren. Dann sieht man auf dem Asphalt keine Motorräder, sondern Panzerfahrzeuge. Kaç bastın Gökhan? 280. 289. Maşallah. Belki 290'ı da bulmuşumdur, görmüşümdür. Araba çıkmasaydı 299 yapacaktım. Benim ibire 280 son, ondan sonra daha gidiyor mu bilmiyorum. Ama iyi gidiyor vallahi. Ya man. Bunun daha 1300'leri var. Onlar manyak. Onlarda şalter otomatik var. Aynı Tufan'ınkindeki gibi. Kas. Bir de 1.3 motor var onlarda. Onlar daha seri. Kas. O Katar'ın daha Honda Design'ı legendi ya. Şey diyorlar ona değil mi? Quick Shift. Acayip psikopat bir makine o. Bunu satarsan bir tane ondan alacağım. İnşallah. Ama bunu da hiç satmaya el vermiyor gönlüm ya. Acayip, acayip alıştım bu motora. İnanırım. İleride Blitz'a var ha, dikkat edin Blitz'a'ya. Blitz'a fonu. Burada Blitz'a var. 30 ama burası ya. 30 düş. Sen mi? Bize mi diyor radara çekildin diye? Yok, kendisi çekildi. So meine Lieben, wir sind wieder in Berlin angekommen. Schnell nochmal an der Tanke die Front sauber gemacht und befreit von den ganzen Fliegen. Ja, ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Ich wünsche euch eine schöne Zeit und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. Tschüss.